springen das eine Stück weiter, Stück höher, Stück schöner, noch ein Stück tiefer bohrt sich das Ziel in deinen Kopf, denn das ist mehr als nur ein Traum und mehr als nur ein Job. Du bist ein Athlet. Dein Erfolg gibt dir recht, du bist super, aber find mal einen Sponsor für Fechten oder Rudern. Dieser Teamgeist und dieser Leistungsanspruch sind zwei der Gründe, warum sich die Deutsche Bank auch im Spitzensport engagiert. Wir wollen unsere Top-Athleten begleiten und unterstützen. Und insbesondere diejenigen, die den Balanceakt schaffen zwischen Studium, Berufsausbildung und Sport. Wir hoffen, dass wir damit etwas Freiräume für den Sport, für Sie und euch gewinnen. Und dass wir insbesondere eins bieten, und das ist auch eine Alternative oder eine Perspektive für die Zeit nach der Sportkarriere. Hier sind Sie, unsere fünf Nominierten. Ich bin Carina Bär, ich rudere im deutschen Doppelvierer und studiere Humanmedizin. Ich bin Annalena Forster, ich bin paralympische Skifahrerin und studiere Psychologie hier in Freiburg. Mein Name ist Max Hartung, ich bin Welt- und Europameister im Säbelfechten. Ich studiere Soziologie, Politik und Wirtschaft in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität. Ich bin Lisa Meyer, bin Leichtathletin, ich sprinte 100 und 200 Meter und studiere an der Goethe-Universität in Frankfurt Germanistik und Geografie. Ich bin der Maximilian Reinl, ruder in Deutschland Achter und studiere Humanmedizin an der Ruhr-Universität Bochum. Ich glaube, die fünf Finalisten stehen für alle 400 Stipendiaten, die wir als Deutsche Bank fördern. Und wer wird Sportstipendiat des Jahres? Die Preisträgerin hat mit ihrer Silbermedaille bei der Junioren-Europameisterschaft über 100 Meter in ihrem Sport genauso wie in ihrem Studium der Germanistik und der Geografie Herausragendes geleistet. Sportstipendiat des Jahres 2016, Lisa Meyer. Pures Glück, ne? Also nein, ich habe mich schon super gefreut. Damit hätte ich heute Abend wirklich nicht gerechnet, weil da wirklich vier andere ganz, ganz tolle Kandidaten stehen. Und dass ich heute Abend geworden bin, ist für mich eine schöne Anerkennung für die Leistung, die ich täglich bringe. Und für diese Doppelbelastung, die mir aber auch ganz, ganz wichtig ist, dieses Studium neben dem Sport. Weil ich will nach meiner aktiven Karriere noch eine sinnvolle Beschäftigung haben, die mir dann auch irgendwie noch Spaß macht. Von daher ist die Aktion an sich mit der Deutschen Bank in Kooperation mit der Sporthilfe eine ganz, ganz tolle Sache. Wir wollen heute mit dieser Auszeichnung und mit dem Gewinner eigentlich nur einmal deutlich machen, wie wir den Sport fördern. Und wir wollen deutlich auch der Öffentlichkeit machen, was es für diese Athleten bedeutet, Sport und Studium beisammen zu bekommen. Und deswegen steht der Gewinner für alle 400. Lisa Meyer ist ein herausragendes Beispiel als Preisträgerin, wie es Athletinnen gelingt, die Doppelbelastung zwischen Studium und Spitzensport in Einklang zu bringen. Ich finanziere mich zurzeit komplett selber und das möchte ich auch. Ich möchte da meinen Eltern irgendwie nicht auf der Tasche liegen und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und die 400 Euro sind eben enorm wichtig. Wir schauen sehr dankbar und auch stolz auf das Deutsche Bank Sportstipendium zurück. Seit 4 Jahren gelingt es mit Hilfe unseres Partners, Athleten zu ermöglichen, der Doppelbelastung zwischen Studium und Leistungssport Herr zu werden. Wir wissen auch, dass die Athleten somit sich vorbereiten auf die Karriere nach dem Sport und somit auch in Zukunft als Vorbilder in der Gesellschaft wirken werden.